Mein Lebensmotto. Also ich versuche eigentlich immer frei in den Tag zu leben, wenig planen oder vorzuplanen und eigentlich mit viel guter Laune durch den Tag, ja. Ich glaube, für mich schönster Moment war das Einlaufen, als ich das erste Mal im Signal Iduna Park gespielt habe und BVB so für mich immer ein Verein war als kleines Kind, den ich gern angeschaut habe, und das war für mich ein ganz cooler Moment, ja. Boah, es ist schwer zu sagen, was im privaten Bereich so der emotionalste Moment war, aber ich glaube, es war, als mein Bruder mir gesagt hat, der große Bruder, dass er Vater wird, ja. Das war ein schöner Moment, ja. Ich bin eigentlich relativ zufrieden, was den privaten Bereich angeht. Alle gesund, alle munter, geht es allen gut, beruflich, schulisch, je nachdem. Also ich bin da sehr zufrieden momentan, ja. Also ich treffe mich gern mit Freunden und hab eine schöne und verrückte Zeit und da passieren auch ganz viele wilde Dinge so, aber geplant ist auch wirklich nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin eigentlich für jeden Spaß zu haben. In meiner Freizeit kann ich sehr wenig auf mein iPad verzichten, muss ich sagen. Also viele sind da eher diejenigen, die am Handy hängen, aber ich habe es irgendwie mit dem iPad. Sitze gerne auf der Couch rum und schaue so, was in der Welt los ist, ja. Also ich verreise generell sehr gerne und mich ziehen so die warmen Länder an, aber ich bin mal gespannt, bisschen, was so der Norden mit sich bringt. So, ich bin jetzt Kiel angekommen, Dänemark war ich noch nicht. Vielleicht geht es auch ein bisschen nördlicher, mal schauen. Also wirklich Ideen und Pläne habe ich nicht, was ich machen möchte. Und es dauert ja hoffentlich, wie du gesagt hast, noch ein bisschen. Also stehe relativ am Anfang auch von der Karriere und hoffe auf eine gute Zeit und was danach kommt. Mal sehen. Ja. Vielleicht mache ich mir so in den nächsten 3, 4, 5 Jahren mal so Gedanken. Ich will ja, irgendwann eine gesunde, muntere Familie haben, guter Zusammenhalt innerhalb, dass ich keine Zerstrittenen unter uns habe. Und ja, das ist so das Wichtigste, was ich forcieren möchte.